So, hallo und herzlich willkommen auf dem schönen Kanal Angel Readings. Ja, ich begrüße dich, schön, dass du da bist. Ja, heute am wunderschönen Samstag. Ja, Samstag ist immer so ein schöner Tag, da hat man irgendwie nicht so wirklich viel vor oder man macht Dinge, die einem gut tun. Na, das ist eigentlich ja, der schönste Tag der Woche für mich. Wäre nur ganz toll, wenn das Wetter auch mal irgendwie mitspielen könnte, weil es ist ja einfach nur noch grau, nass, trüb, eklig, kalt und bäh. Aber ja, jetzt müssen wir hier nochmal unsere Körner zusammensuchen und ein bisschen durchziehen, weil irgendwie naht schon so ein Hauch von Frühling. Das merke ich immer, wenn die Tage länger werden. Wenn ich jetzt ja früh aufstehe und es ist schon so ein bisschen hell. Oder ich schicke meinem Sohn jeden Abend, wenn er bei der Mama ist, ein Meerschweinchen-Video um 5 Uhr. Und da merke ich jetzt auch schon, es ist ja noch ein bisschen hell. Ja, also das ist natürlich was, wo es vorwärts geht. Ihr seht schon, man muss sich immer die positiven Dinge herausziehen aus den Sachen, die da so sind. Und genauso geht es ja natürlich auch in der Liebe. Wenn du also gerade mit dem Wunschpartner, mit dem Ex-Partner, mit deinem Herzblatt Themen hast, Schwierigkeiten hast, Rückzug, Trennung ist irgendwie komisch oder du merkst, er hat sich verändert und zieht sich zurück. Ja, dann wollen wir natürlich mal ja, in einem solcher Videos jetzt heute auch mal schauen, wie ist denn da gerade eigentlich der aktuelle Stand bei euch beiden? Was sieht man denn da so Schönes? Vielleicht hast du etwas übersehen, ja, was da gerade bei ihm so los ist in der Energie. Dann schauen wir natürlich auch mal bei dir rein. Machen wir ja neuerdings hier am Kanal in diesem Liebestarot, in diesem Liebesorakel auch mal und schauen, was ist denn da so bei dir zu sehen? Was macht das mit dir? Vielleicht hast du tatsächlich irgendetwas übersehen. Na, das wollen wir machen. Ja, apropos übersehen, nochmal der Hinweis, ich habe jetzt meinen Kanal, mein Kochtopf und du umbenannt in mein Leben und ich. Da werde ich jetzt mal ein paar Videos immer mal hochladen. Was mache ich denn so privat? Habe gestern schon eins hochgeladen zum Test mal, das heißt ein paar lustige Outtakes, wo ich mich verspreche, wo man mich dann auf die Schippe genommen hat oder ja, solche privaten Dinge. Wer also mal sehen will, was macht denn der Patrick eigentlich sonst so, wenn er nicht an diesem Tisch hier so sitzt und Karten legt oder persönliche Readings macht. Ja, ich bin auch mal draußen, na, da könnt ihr mal reinschauen und da werde ich jetzt ab und zu mal ein Video hochladen, wenn ich mal irgendwo bin, wenn ich mal irgendwo was mache. Also das ist einfach bei mir, für mich, das echte Leben, was ich denn da sonst so treibe. Na? Also, ich würde sagen, wir fangen auch schon an. Ich mache mich da mal in die Ecke rein. So, das darf genug sein. Dann brauchen wir natürlich auch noch ein Bild für YouTube, weil YouTube ohne Bild ist wie ein Maler ohne Leiter. Und für ein Liebestarot oder ein Liebesorakel wäre ja mal ein Bild nicht schlecht. So, wir haben jetzt also euch beide hier rausgelegt. Ja, die männliche Energie, die weibliche Energie. Und dann schauen wir mal, was wir da noch so sehen. Wie es immer so abläuft für die, die neu am Kanal sind. Das sind ja nicht nur meine lieben Stammzuschauer. Wir schauen jetzt hier immer erstmal oben eine allgemeine Botschaft. Wir wollen mal wissen, was kriegt man denn da so zu sehen, wenn es darum geht, wie ist denn bei euch gerade der aktuelle Stand? Was geht bei ihm vor? Was geht bei dir vor? Passt das zusammen? Denkt man oder fühlt man aneinander vorbei? Dann schauen wir mal bei dir und bei ihm konkret hinein. Und unten natürlich noch ja, Hinweise, Impulse und Tendenzen. Was gibt es denn da jetzt auch für die nächste Zeit so Schönes zu sehen? Und dann würde ich sagen, ich mische Karten und du schaust mir zu. So, schauen wir mal, was wir da so Schönes finden. Okay, also das ist jetzt eigentlich eine Tarotkarte, die kommt mir immer öfters unter. Also wenn ich die eine Tarotkarte nennen müsste, die eigentlich das am öftesten kommt, wie bei Star Child, sind es ja die Lilien, sind es tatsächlich die drei der Stäbe. Es geht um die Liebe, es geht um die Kollektivenergie. Wenn ich gerade mal allgemein reinspüren darf, was ist denn da bei euch beiden so ein bisschen los, was ist da zu sehen, die drei Stäbe. Ja, da geht es darum, nochmal in die Ruhe zu gehen, da geht es darum, Entscheidungen zu treffen, ja.
Ja, da geht es darum, beende ich was, geht es weiter. Da geht es aber auch um Sehnsüchte. Also ich sehe schon oder ich nehme bei euch beiden schon gerade sowohl bei dir als auch bei ihm sehr, sehr viel Denken nach, wie kann es denn weitergehen. Ja, das hat natürlich dann auch zur Folge, dass hier irgendwie vielleicht gerade so ein bisschen eine Unzufriedenheit herrscht, dass da gerade ein bisschen das Nachdenken herrscht, was könnte man denn da anders machen, was könnte man vielleicht besser machen. Hast du gerade schon eine Idee, wo du sagst, ja, das ist ein Thema bei euch in der Partnerschaft, vielleicht auch im Kennenlernen, wo es nicht so besonders prickelnd ist, na, dann habt ihr da also schon ein Thema. Oder natürlich, der Mann macht ja gerne auch mal die Dinge mit sich selber aus. Na? Also der ist jetzt nicht so der größte Gefühlsdusel meistens, ne? Aber gibt es schon auch, dass der Mann dann irgendwas mit sich herumträgt, wo er versucht, immer wieder mit sich selber eine Lösung zu finden, ja, statt dass er halt auch mal einfach mit dir spricht. Ne? Also es ist auch ganz oft das Thema, wenn es jetzt ums Kennenlernen geht, dass dieser Schritt vom Kennenlernen hin in, ich bin jetzt in einer Partnerschaft, das ist wie so ein, in der 30er-Zone so ein Bremshugel. Ne? Da merkt man auf einmal, oh, ich fahre jetzt auf diesen Bremshugel zu und danach bin ich auf einmal Partner und bin in einer Partnerschaft. Dann tritt der Mann auf die Bremse, ja, und dann überlegt er sich, ja, bin ich denn überhaupt bereit? Das Kennenlernen war schön, die Zweisamkeit war schön, oh, jetzt bin ich ja vollkommen überrascht worden von der Tatsache, dass es ja jetzt auch eine Beziehung werden könnte. Wer hatte denn das gedacht? Na, also da geht es auf jeden Fall darum, dass hier ja, jemand in die Ruhe geht, für sich ist, auch mal überlegt, beende ich das, gehe ich weiter, warum sollte ich das beenden, wenn es eigentlich schön ist, habe ich vielleicht auch nur kalte Füße bekommen oder brauche ich einfach ein bisschen, bremse ich herunter, fahre über diesen Hubbel, der in meinem Kopf entstanden ist, dieser Bremshügel, und dann geht es weiter Richtung Partnerschaft, ja, oder kehre ich um, was ja eigentlich irgendwie keinen Sinn macht. Na, also wenn dein Wunschpartner gerade so ein bisschen im, ja, Rückzug ist oder du merkst, ja, der ist irgendwie komisch. In letzter Zeit hat er sich vielleicht verändert. Ja, schreibt nicht mehr so viel, schreibt nicht mehr so oft oder wirkt so ein bisschen in sich gekehrt. Dann ist es bei Männern oft so, dass die gerade Dinge mit sich selbst ausmachen. Ne? Der Mann ist halt einfach so gestrickt, dass er Probleme mit sich selber löst. Na, bei Frauen ist das anders. Frauen sind sehr sozial, die teilen sich mit, die wollen reden, na, die wollen Meinungen hören, die wollen sich mitteilen. Der Mann, das ist eher so ein einsamer Wolf, der dann versucht, für sich selber eine Lösung zu erschaffen. Wenn er nicht weiterkommt, ja, dann holt er sich im Höchstfall einen Kumpel dazu, dann erzählt er das dem Kumpel und dann sitzen zwei Männer da und versuchen, das für sich selber zu lösen. Also sehr, klingt komisch, ist aber so. Es geht aber in der Ruhe, in der man eine Entscheidung gerade finden muss, in Bezug auf euch beide, auch darum, was gibt es denn da für Lösungen? Weil der Schlüssel, das ist eine Karte dafür, dass man etwas löst, dass Lösungen da sind. Der Schlüssel ist auch die Erfolgskarte. Also jetzt erstmal hier bei euch beiden das Thema, wie kann ich in den Erfolg gehen, dass es mit euch beiden vielleicht weitergeht. Na, was kann man tun? Was kann man machen? Oder was kann er vielleicht auch bei sich selbst machen? Na, also es gibt ja dieses Thema Bindungsangst, ja, oder die Angst davor, sich fallen zu lassen, die Kontrolle abzugeben. Das ist auch für Männer schwer, die ja eh gern immer alles unter Kontrolle haben. Und wenn man in die Partnerschaft geht, lässt man sich ja auch fallen. Und wenn man sich fallen lässt, gibt man die Kontrolle ab. Na, und da geht es natürlich darum, wenn das bei euch sehr intensiv ist, wenn dann das sehr sehr intensives Kennenlernen war, intensivere Gefühle da sind, umso mehr lässt er sich dann ja auch fallen. Na, das heißt, er muss jetzt da auch mal irgendwie gerade mit der Situation klarkommen, okay, ich gebe jetzt auch mal die Kontrolle ab. Ich verliere die Kontrolle, Kontrollverlust und lasse mich in die Partnerschaft fallen. Und da ist genau, glaube ich, der Knackpunkt, weil ich just in diesem Moment die Masken bekommen habe. Das ist, ich mache mir was vor, er macht dir was vor, ja, oder er macht sich selbst etwas vor, oder er versteckt sich eben hinter einer Fassade, er versteckt sich hinter einer Maske. Ja, also wenn man sich in einer Partnerschaft fallen lassen möchte, dann braucht man sich natürlich nicht hinter irgendeiner Fassade
zu verstecken, sondern dann fallen alle Masken, alle Hemmungen, dann öffnet man sein Herz, dann ist man eben in der Partnerschaft drin und sagt, wird schon gut gehen, ich will das, da sind Gefühle da, da ist eine nette Frau da, das ist alles etwas, was ich mir immer gewünscht habe, und da kann ich mich jetzt mal fallen lassen. Also in der Hauptaussage, euer aktueller Stand, da kann ich dir jetzt schon sagen, geht es bei ihm sehr, sehr stark darum, dass er weiß, er versteckt sich vielleicht hinter einer Maske, wenn er da ein bisschen kühler ist, wenn er im Rückzug ist, aber ja, wo er gerade auch immer ist, geht es bei ihm jetzt im Moment darum, was tue ich? Gehe ich weiter? Gehe ich zurück? Wie kann das Erfolg haben? Und ich weiß, ich habe vielleicht selber die Maske aufgehabt. Ich muss die mal fallen lassen. Und da ja, tun sich manche Männer natürlich auch schwer. Ne, die wollen ja immer gerne die Kontrolle haben. Ne, der Mann, der will immer alles im Blick haben, der will immer alles in der Kontrolle haben. Kommt noch aus der Steinzeit. Ne, der Mann mit Pfeil und Bogen oder Speer liegt hinter dem Felsen und wartet auf das Mammut. Ja, und da braucht er auch immer einen Plan, eine Strategie, und da will er immer alles unter Kontrolle haben und bloß nicht irgendwie Kontrollverlust erleiden. Aber in der Partnerschaft ist es dann einfach so. Und warum macht er sich so viele Gedanken rund um euer Thema, rund um dich? Ja, weil er wahrscheinlich merkt, okay, ich kann das Ganze irgendwie nicht so wirklich loslassen. Na, das Loslassen, ja, das ist immer so eine Sache, wenn ich mir manchmal andere Karten lege, Kanäle anschaue und da heißt es hier bla bla bla, so, du musst das loslassen. Ja, wenn es denn nur so leicht wäre, na, ja, wenn das so einfach wäre, könnte man ja sagen, ach so, ja stimmt, ich muss loslassen, alles klar, mache ich gleich. Ja, aber das geht ja immer nicht. Wenn da Gefühle sind, wenn da eine Anziehung da ist, wenn da eine Bindung da ist, dann kannst du nicht einfach hergehen, kannst sagen, so, ja, lass ich es halt einfach mal los. Von daher, die vier der Münzen, das ist so eine Karte, dass einer an etwas festhält. Der klammert sich dahin, der klammert sich da dran, der kann das nicht loslassen, der kommt nicht von dir weg. Seine Gedanken sind immer wieder schwupp, schwupp, schwupp bei dir gelandet. Na, wenn man einmal nicht aufpasst, dann sind die Gedanken schon wieder bei dir, bei euch, bei ihm, was ist passiert, was kann ich machen, gehe ich wirklich den Schritt von dir weg, obwohl ich merke, ich kann dich nicht loslassen, das ist ein innerer Konflikt. So, und da hat er den auch schon, den inneren Konflikt, wenn man etwas nicht loslassen kann, aber auch irgendwie gerade nicht dort ist. Also wenn ihr gerade die Situation habt oder du die Situation hast, ja, mein Herzblatt ist irgendwie komisch, ist irgendwie weg, hat sich zurückgezogen, hat dir vielleicht auch was erzählt, wo du sagst, nee, das kaufe ich dir sowieso nicht ab. Fadenscheinige Erklärungen bekommt man ja auch immer nur, wenn man merkt, okay, der will gar nicht die Themen ansprechen, die jetzt da wirklich gerade sind. Und über Gefühle zu reden, ist ja auch schon wieder das Nächste, was bei einem Mann so ein bisschen schwierig ist. Die Schlange ist erstmal ja, die Karte für die Heilung. Also geht es bei ihm ganz, ganz klar darum, um das Thema, okay, ich bin irgendwie gerade nicht bei dir. Ich merke auch, ich kann das gar nicht loslassen. Ich muss mal für mich schauen, was kann ich denn hier auflösen? Was kann ich denn hier anschauen? Wie kann ich es schaffen, dass ich mich wohlfühle, indem ich mich bei dir fallen lasse? Schlange natürlich auch Komplikationen. Also er macht sich schon selbst schwer gerade. Ja? Vielleicht ist es ja immer so bei ihm gewesen, okay, ich ziehe mich jetzt zurück, dann gehe ich meinen Weg und habe es schon wieder alles vergessen. Aber nicht bei dir. Nicht bei dir, da funktioniert das nicht so weit. Da ist das Loslassen schwer, da ist das Loslassen kompliziert. Na? Weil, wie gesagt, die Schlange in die Heilung gehen, geht es einem also gerade nicht gut. Schlange, Komplikationen, Verstrickungen natürlich. Ja? Seine Energie mit deiner Energie, seine Gefühle mit deinen Gefühlen. Ja? Auf der anderen Seite ja, merke ich auch, ich habe jetzt hier irgendwie gerade eine Maske auf. Das tut mir nicht gut, das tut euch nicht gut, das tut dir nicht gut. Also du kannst schon sehen, bei euch, wenn ich jetzt reinschaue, der aktuelle Stand sehr, sehr, ja, sehr, 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 sehr verzwickt, die Situation gerade. Aber du siehst ja, er ist gar nicht wirklich weg von dir emotional und energetisch. Der ist schon noch da. Und mit dem Sarg, ja, das A, da ruht etwas, da tut sich nichts. Also da ist schon der Stillstand zu sehen, der da ein bisschen bei euch gerade ist. Ja, aber der Sarg auch eine Karte,
der Transformation. Also ein alter Zustand darf zu Ende gehen und ein neuer Zustand soll mal beginnen. Also ich sehe schon, er ist da gerade auch sehr, sehr unzufrieden mit sich selber, weil A sind da Komplikationen, er möchte für sich in die Heilung gehen, er möchte mal anschauen, was läuft mit mir eigentlich schief. Ich möchte hier eine Transformation haben, dass die Dinge besser werden und da gehört absolut er dazu. Also sein Problem hier ist schon ganz, ganz deutlich zu sehen. Er will Erfolg für euch, er denkt darüber nach, die Sehnsüchte sind auch da. Er weiß vielleicht, okay, ich habe mich vielleicht hinter einer Maske versteckt, ja, ich kann dich nicht loslassen, ich habe hier irgendwie meine Schwierigkeiten und ich möchte auch, ja, dass ein neuer Zustand beginnt. Also sehr, sehr viel Selbstreflexion. Das Problem, was er hat, das ist ja schon ziemlich deutlich, was hier liegt. Aber ja, wir schauen natürlich jetzt auch mal rein und gucken, was macht denn das Ganze so mit dir? Na, das ist ja auch immer eine gute Frage, ein gutes Thema. Was ist denn in deiner Energie so los? Das ist mir ja immer auch besonders wichtig, weil ja, wir dürfen ja auch immer mal schauen, dass es uns gut geht. Na, das ist ja immer wichtig zu sagen, was tue ich gerade, was mache ich gerade, wo bin ich mit meiner Energie, wo geht meine Aufmerksamkeit hin, tut mir das gut, geht es mir gut oder geht es mir schlecht, warum geht es mir schlecht, was mache ich überhaupt momentan. Sondern von daher haben wir jetzt bei dir ja die Acht der Kelche. Das ist die Karte für einen Aufbruch. Das ist die Karte dafür, dass man etwas Besseres sieht. Also ich habe so mehr und mehr das Gefühl aus dieser Legung gerade, dass bei euch schon ein Thema da war, das so ein bisschen mitgeschwommen ist und das vielleicht auch dafür verantwortlich ist, dass es hier nicht alles auf Wolke 7 abgelaufen ist bei euch, sondern dass ihr durchaus schon im Kennenlernen irgendwie ein Thema hattet, sei es vielleicht äußere Umstände, sei es vielleicht eine Ex-Frau, ein Ex-Freund, hat das eher privat auch nicht so wirklich die Energie hat, eine Partnerschaft anzufangen, dass er viel um die Ohren hat. Also Schlange auch der lange Weg, vielleicht wohnt er auch ein bisschen weiter weg von dir, dass da eine Entfernung ist. Also irgendwie habe ich so das Gefühl, ihr hattet da schon oder habt da schon euer Thema, dass es aber nicht schafft, euch ganz auseinanderzubringen, weil wir ja hier schon sehen, dass ihr gar nicht wirklich von dir loskommt. Na? Und bei dir ist das Gleiche, du bist auch auf der Suche nach Lösungen. Du überlegst dir auch, wie kann man da nochmal einen neuen Aufbruch machen, schaffen? Wie kann ich es schaffen, dass die Dinge vielleicht auch besser werden, weil die Acht der Kelche auch so eine Karte ist, man sucht was Besseres. Ne? Sind ja eigentlich schon genug Kelche da, wo man sagt, oh, passt eigentlich, aber die Vollendung, die fehlt irgendwie. Und da macht man sich dann, ja, das ist das Naturell des Menschen, auf die Reise und sucht nach Verbesserungsmöglichkeiten. Na, aber wir schauen mal, was wir bei dir noch für Klärungskarten bekommen. Haha. Du bist natürlich, und das ist ja auch logisch, auf der Suche nach dem großen Glück. Wenn ich die acht Kelche und die Sonne habe, da bist du dabei und sagst, ja, das mit ihm ist schon so, dass ich sage, da kann ich mir mehr vorstellen. Da gibt es irgendwelche Ungereimtheiten, Themen, Dinge um euch herum, die sind ja auch lösbar. Wenn die Liebe da ist, dann kann man auch seinen Weg gehen, egal was außenrum ist. Wenn es beide wollen, wenn es beide nicht stört, dass da Dinge außenrum schwierig sind, dann kann man seinen Weg gehen. Und das weißt du auch. Und deswegen hältst du da ja auch noch daran fest, dass das Thema noch nicht vom Tisch ist. Du bist jetzt auch ein Mensch, der sagt, ich kämpfe, wenn ich etwas möchte, dann will ich das auch erreichen, dann will ich das auch schaffen. Du bist kein Mensch, der sagt, ach, da wird es jetzt schwierig, ich werfe es jetzt mal weg. Ja, das war er vielleicht, aber er hat jetzt ja hier auch gemerkt, okay, mit dir geht es nicht so gut, weil da ist das Loslassen irgendwie schwer, da komme ich irgendwie nicht davon weg. Na, also, wir schauen mal, ja, der Spiegel, der da bei dir gefallen ist, klar, die Selbstreflexion, ich habe es dir ja gerade gesagt, wenn ich bei dir mal reinspüren darf, du hast dein Ziel, du weißt, was du willst, und wenn es dann halt mal schwierig wird, dann wird es halt einfach schwierig. Aber du bist immer noch auf der Suche nach Lösungen, du bist immer noch dabei zu schauen, wie kann ich etwas verbessern, wie kann es nochmal einen gemeinsamen Aufbruch geben. Du denkst sogar darüber nach, was du dafür tun kannst, das ist ja auch gut, ne? Auch meistens, wenn er einfach geht,
hat er ja seine eigenen Themen. Und logisch denkst du dann natürlich auch bei dir, ja, was hab ich was falsch gemacht? Hätte ich was besser machen können? Ja, aber meistens ist es dann schon so, wenn du grundsätzlich sagst, hey, ich bin wie ich bin, ich habe jetzt nichts Bösartiges, Falsches getan, dann liegt es schon an ihm. Na? Und man sieht es ja hier auch irgendwie, hat er da die Maske getragen, hat sich vielleicht hinter der Maske versteckt, hat sich nicht geöffnet, hat sich nicht fallen lassen und hat halt auch einfach irgendwie nicht erkannt, dass er hier mit dir eine schöne Beziehung hätte haben können. Aber das wird ihm jetzt schon langsam bewusst. Daher sehr, sehr spannend, der aktuelle Stand. So, jetzt wollen wir noch mal hinschauen. Hinweise, Impulse und Tendenzen. Was gibt es denn da so Schönes zu sehen? Und wir haben auch schon eine Karte. Tja. Ja, das ist eine Karte, da geht es darum, um Ausgeglichenheit, um Gleichberechtigung, da geht es ums Nehmen und ums Geben. Da geht es aber auch darum, dass man nur Brotkrumen bekommt. Also wenn du jetzt gerade das Gefühl hast, der wirft dir immer mal wieder so Brotkrümel hin oder er ist nicht ganz weg, er ist aber auch nicht so ganz da, ja, dann ist das auch ein Hinweis darauf, dass er dich irgendwie nicht so wirklich gehen lassen kann. Ja? Das ist wie eine Ente im Park, ne? Da wirfst du ein Brotkrümel hin, dann kommt sie wieder. Und wenn sie wieder weggeht, dann wirfst du den nächsten Brotkrümel, dass sie wiederkommt. Also auch das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass er dich nicht loslassen kann. Ja? Also du solltest jetzt auf jeden Fall diese Punkte beachten und sagen, gut, bei ihm ist was los, bei ihm tut sich was. Er kann mich nicht loslassen. Ja? Und während er hier endlich mal für sich klarkommt und du ja hier auch optimistisch bist, möchte er dir schon zeigen, dass er dich nicht abgibt, wenn er sich vielleicht immer mal wieder zeigt oder ein Kommentar oder ein Herzchen oder eine Nachricht oder sei es ein Anruf, ja, dass er dich da irgendwie schon in seinem Kosmos behält, wo ich dir aber natürlich auch sagen muss, ja, kann man schon mal machen. Jeder hat die Chance verdient, dass er sich Gedanken machen darf, ob er diese Partnerschaft will oder nicht. Aber lass es natürlich nicht zu lange mit dir machen. Ne? Also sei jetzt nicht die, die sich immer jetzt Wochen und Monate lang mit den Brotkrümeln zufrieden gibt, sondern nimm das einfach mal als ein Zeichen wahr, okay, der kann mich nicht gehen lassen. Der will mich auch nicht gehen lassen, solange er mit sich selber noch ausmachen muss, wo seine Reise hingeht. Ist in Ordnung, aber wenn es zu lange geht, darfst du auch irgendwann sagen, also weißt du was, ich mag jetzt keine Brotkrumen mehr, ich möchte jetzt gerne einen Sauerbraten, ich gehe. Na? So, und da haben wir jetzt auch ihn schon liegen. Und ja, auch er schaut jetzt hier auf diese Karte drauf, auf die sechs Münzen und sagt, ja, ich müsste ihr ja jetzt auch mal langsam den ganzen Brotlaib geben, ne? Weil ich auch selber vielleicht, oder was er vielleicht auch selber weiß, ewig kann er jetzt da nicht weitermachen und kann dich bei der Stange halten. Er muss auch mal Entscheidungen treffen. Wenn das so liegt und wir hätten jetzt gerade ein persönliches Reading, nur ich für dich ganz alleine, würde ich dir hier schon sagen, wenn das noch länger so geht als Mann, mein Tipp, kannst du sagen, ich möchte deine Brotkrume nicht mehr, wenn du merkst, es geht jetzt schon länger so, du kannst deine Brotkrümel behalten. Und wenn er merkt, oh, die frisst ja meine Brotkrümel gar nicht mehr, ich muss jetzt mal was tun, dann kannst du dafür sorgen, dass sich die Dinge so ein bisschen beschleunigen. Ja, also den Tipp würde ich dir jetzt in einem persönlichen Reading als Mann geben, weil, na gut, im persönlichen Reading kenne ich deine Situation besser und da geht es halt eben nur um dich ganz alleine, um deine Situation. Aber ganz allgemein gesprochen, kannst du hier gerne, wenn du merkst, es dauert mir zu lange, weil wir wissen ja, er will ja, sagen hier, nimm mal deinen Brotkrümel wieder, ich brauche den nicht mehr, ich habe ja mehr verdient. Und dann kommt das Erwachen schon bei ihm, dass er sagt, ja, oh gut, okay, ich weiß, ich habe es verstanden. Hier sind ja Gefühle, die Fische, Partner, Partnerschaft. Da geht es darum, dass die Dinge im Fluss sind. Ich komme jetzt auf jeden Fall auf dich zu. Ne? Weil hier nochmal der Vogel von oben betrachtet, jetzt nochmal für mich, also als Außenstehender auf dieses Kollektiv-Reading hier.
kann ich dir sagen, der aktuelle Stand bei euch, ganz viel Denken, ganz viel Erkenntnis, ganz viel, oh, ich kann dich gar nicht loslassen. Du hast es verstanden, du gehst deinen Weg, du hast ein Ziel, und er weiß schon, er kann dich auch gar nicht abgeben. Ja, und da würde ich dir jetzt hier auf jeden Fall den Rat geben in einem persönlichen Reading. Verweigere die Brotkrumen, ja, sag, will ich nicht mehr haben, kannst du behalten. Ich suche mir jetzt was, wo es das ganze Wurstbrot gibt, und dann wird der natürlich aufwachen. Na? Da wird er aufwachen und sagen, oh, okay, also ich will dich ja nicht verlieren, das liegt ja so da. Ich muss jetzt schon mal endlich etwas tun, weil allzu lang sollte man sich eben dann auch nicht Zeit lassen, weil du wartest ja auch und du hast auch Grübeln und Kopfkino. Das darf er schon auch wissen. Und das darfst du ihm auch gerne mitteilen. So, dann haben wir jetzt hier noch einen Hierophanten, der steht ja für Lehre, für Erkenntnis, der steht für eine höhere Stufe in einer Beziehung. Also ich sag's dir mal so, wenn ich mir dieses Deck so anschaue, dann kann da schon was vorwärts gehen. Also aktueller Stand geht in die positive Richtung, sieht sehr, sehr gut aus. Und somit, ja, würde ich sagen, genau wie immer gilt für persönliche Readings, schreib mich einfach an, freue ich mich auf deine Nachricht. Aber wenn du hier in Resonanz gegangen bist, freut mich das natürlich sehr. Sorge gut für dich, achte gut auf dich, bleib gesund, seid lieb zueinander. Und genau, wir sehen uns ja dann beim nächsten Video. Ciao!